Ich kann es einfach nicht lassen. Fangen wir einfach mit den ersten Freilandauspflanzungen an. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, ich konnte es einfach nicht sein lassen. Ich habe jetzt in die Hochbeete auch bei mir zu Hause die ersten Pflanzen einfach reingesetzt, auch wenn wir jetzt gerade mal Mitte März haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel rote Beete und Salat hier in diesem Hochbeet eingepflanzt und zu Hause genauso. Da habe ich auch Salat und zwei rote Beeten und mehr Kohlrabi noch so als Mischkultur eingepflanzt, also hier alles kreuz und quer. Und ich werde es dann über die Nacht, wenn es frostig wird, werde ich noch ein Vlies drüber legen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Wintersalat, den man jetzt zum Beispiel auch hätte ins Gewächshaus reinsetzen hätte können. Also die sind ein bisschen kälterobuster, da haben schon minus 2 Grad zum Beispiel bei mir ausgehalten. Und wichtig jetzt zum Beispiel beim Salat oder beim Kohlrabi, dass man die vielleicht nicht zu tief setzen sollte, sondern ungefähr auf die Ebene, die sie auch in einem Topf haben oder ein bisschen höher. Weil der Salat, der mag es nicht zu tief gesetzt werden, weil sonst fängt er an, am Stiel zum Beispiel zu schimmeln. Das gleiche gilt natürlich auch für Kohlrabi, der soll natürlich eine Knolle ausbilden. Das macht er natürlich überirdisch und nicht unterirdisch. Und bei der Rote Beete ist halt eine Wurzelpflanze, die man ein bisschen tiefer setzen kann, wenn man sie vorzieht. Und für mich ist zum Beispiel die Rote Beete so ziemlich die einzige Pflanze der Gattung Wurzelgemüse, die ich vorziehen würde. Alles andere würde ich eher in der Direktaussaat machen, weil, wie gesagt, es hat Wurzelgemüse und ja, wir wollen ja die Wurzel ernten und durch das Pikieren kann man natürlich auch ein bisschen von den Wurzeln schaden, ist ja natürlich so ein bisschen kontraproduktiv dann letztendlich. Ich und mein Vater sind die letzten beiden Wochen hier sehr fleißig gewesen. Wir haben jetzt angefangen, ein bisschen die Erde zu verformen bzw. die Ebene anders zu gestalten. Also wie ihr hier zum Beispiel auch sehen könnt, haben wir ein bisschen Erde von hier weggenommen und hier aufgefüllt, weil es ja ein kleiner Hang gewesen ist. Und da habe ich dann auf eBay Kleinanzeigen Erde gefunden von jemandem, der ein Haus baut zum Beispiel. Und der hat halt so einen riesen Erdhaufen gehabt und da durfte ich mich halt frei bedienen, werde ich wahrscheinlich noch weiterhin machen. Habe jetzt ungefähr 15 Säcke rausgeholt und hierher gebracht und das war wirklich eine Heidenarbeit, hat er dann auch, das habe ich dann wirklich bei meinen Muskeln auch gespürt. Aber jedenfalls habe ich dann noch ein bisschen Bokashi eingearbeitet und Laub, damit es ein bisschen bessere Struktur bekommt, also wegen dem Teich da und dem, das Wasser, was hier so vorbeifließt und hier im Halbschatten ist, ist die Erde sehr matschig, also da sinkt man auch zum Teil ein, wie in einem Sumpf. Und wir versuchen jetzt mit dem Bokashi, mit dem Laub und dieser Erde hier, die wir jetzt auffüllen, ein bisschen bessere Struktur reinzubekommen, damit es halt nicht ganz so matschig und klebrig ist, sondern durch die Regenwürmer auch alles locker wird. Und wenn wir dann anfangen zu bepflanzen, dass die Pflanzen dann ein bisschen das Wasser raussaugen und sich über die Jahre hinweg eine bessere Struktur hier in dem Boden auch ergibt, dass dann einfach nicht mehr so einfach so matschig und sumpfig ist. Also versuchen wir ein bisschen so auszutrocknen und das Laub dient dann auch einfach dazu, wenn es mal richtig gut regnet, dass das Mulchmaterial mehr befeuchtet wird als die Erde darunter. Zum Abschluss des Videos würde ich gerne noch zwei Fragen beantworten, die zwei Zuschauer von euch mir gestellt haben. Das erste ist, warum ich jetzt zum Beispiel als ich die Tomaten pikiert habe, in die Töpfe gespuckt habe, hat einfach den Grund, da Flüssigkeit oder Wasser auch Informationen mit vermitteln. Gibt es auch sehr viele Forschungen und der Speichel ist halt zellulär strukturiertes Wasser mit den Informationen von meinem Körper zum Beispiel und dadurch lernen die Pflanzen meinen Körper zum Beispiel kennen und die Informationen, wer überhaupt diesen Körper sozusagen steuert und das ist halt so eine Art so Harmonisierung, mehr oder weniger, damit einfach die Pflanzen wissen, mit wem sie es sozusagen zu tun haben. Aber da gibt es sehr viele Forschungen bezüglich des Wassers, kann man sich gerne anschauen. Und die zweite Frage ist, warum ich mir eigentlich keine richtige Arbeit suche. Und das ist ganz einfach, das hier alles ist meine Arbeit. Der Garten,
Gartenpflege, Permakultur und das YouTube, das ist alles meine Arbeit. Also von dem her verstehe ich die Frage nicht ganz. So, in diesem Sinne war es das so viel mit dem Video. Heute ganz schön windig nochmal. Gehört auch irgendwie mit dazu. Aber sonst, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Freut mich auch immer wieder von euch zu lesen. Und sonst natürlich auch freue ich mich, wenn ihr den Kanal zum Beispiel auch abonnieren würdet und dabei nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, ja, hoffe ich, dass es bei euch vielleicht nicht ganz so windig ist wie jetzt momentan, aber dass ihr trotzdem ja, im Garten aktiv seid und da auch natürlich eure Spaß und Freude dabei habt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.